Sporthelme. Man kann so sagen, die Königsklasse unter den Helmen. Alleine an den Dekoren, ja, erfreuen sich dann schon die Augen. Imageträchtige Marken, viele Ausstattungsoptionen mit drinnen. Worauf man Wert legen muss, wo die Unterschiede liegen, die Antworten in diesem Video. Racing-Helme. Man darf so sagen, die Königsklasse, jene Klasse, wo das meiste Image, die geilsten Designs, teilweise auch die höchsten Preise mit drinnen stecken. Jede Menge Sicherheit, jede Menge Ausstattung. Marco hier von der Filiale Louis Vuitton Nord und ich schauen uns gemeinsam an, was darf man in dieser Klasse erwarten, in welcher Preisliga geht's los. Marco, es ist sicher, einfach mal, dass wir den Leuten klar machen, dass du eine Ahnung hast, wovon du sprichst, wenn bei mir glaubst du es möglicherweise. An einem guten Tag, wie viele Helme verkauft ihr an einem guten Tag hier bei euch in der Louis-Filiale? Also an einem guten Tag gehen sicher mehr als 100 Helme weg, kann man locker davon sprechen. Ja. Kommt immer darauf an, wie gut die Leute drauf sind, ja. Aber so im April, Mai geht einiges weg aus den Lagern. Okay, das heißt, die Leute hier haben eine Ahnung, wovon sie sprechen, jetzt im Video, aber natürlich auch, wenn ihr herkommt, kaufen. Weil eins muss man natürlich schon sagen, diese Dinger kosten jede Menge Geld und erwarten sich die Kunden dann nichts weniger als Perfektion. Ich weiß nicht, wie wir das Thema am besten aufzäumen. Die grundsätzlichen Features, die die Leute erwarten bei so einem Racing-Helm, sind wahrscheinlich einmal Sicherheit. Es muss ein Ding sein, das mich auch bei höchsten Geschwindigkeiten schützt. Vielleicht fangen wir mit einem hölzernen Thema an, aber es kommt auf uns zu. Die neue Norm rückt näher. Eigentlich eine gute Sache für uns Konsumenten, weil die Helme dann noch sicherer werden in der Praxis. Auf der anderen Seite, sie werden möglicherweise teurer und schwerer. Vielleicht, weil wir beim Thema Racing-Helme das Thema Sicherheit hoch im Kurs haben, kannst du uns da ganz kurz einen Einblick geben, was kommt auf uns zu? Also, durch die neue 22.06 EU-Norm werden die Anschlagpunkte frei wählbar werden. Ja, dadurch werden die Helme ziemlich sicher schwerer, größer, dicker werden, die Helmschalen. Wahrscheinlich werden sich dann bestimmte Materialien verabschieden müssen, ja, die einfach nicht diese Sicherheit bieten können. Und andere Materialien, die dann mehr verwendet werden, wie zum Beispiel Carbon, ja, dann immer interessanter werden und durch mehr Verbreitung wahrscheinlich dann auch den Preis drücken. Ja, das müssen wir uns anschauen. Die Hersteller haben bis 2024 Zeit, sich da umzustellen. Es ist nicht nur der Sicherheitsfaktor, es kommen noch andere Sachen dazu, wie zum Beispiel, dass die Helme mit Kommunikationsanlagen getestet werden müssen, damit man aufzeigen kann, dass die kein Sicherheitsrisiko darstellen. Okay, das heißt, die Sporthelme, keine Sorge, sind grundsätzlich wahrscheinlich nicht so dramatisch betroffen wie die günstigeren Helme. Die Carbonhelme werden auch jetzt schon ziemlich sicher diese verschiedenen Einschlagpunkte, die bei den Prüfungen gemacht werden, schaffen. Soweit einmal die guten Nachrichten. Vielleicht die nächsten guten Nachrichten. Es gibt manchmal richtig geile Sporthelme, bei euch auch zu einem richtig geilen Preis. Ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es keine, ich glaube, 1 Million Abonnenten hat euer Louis Newsletter. Bin ich mir ganz neidig um meinem ranzigen 100.000. Vielleicht eine aktuelle Aktion jetzt im Jahr 2021, wie man richtig mächtigen Helm zu einem, muss ich sagen, Schnapper abgreifen kann. Der 802er von X-LED. Schauen wir uns den kurz an, was man sich da in dieser Preisklasse dann erwarten darf. Also wir haben hier einen Helm mit Carbonschale, Sichtcarbon. Das Wichtigste bei Racing-Helmen, finde ich, ist eine gute Belüftung. Ja. Das bieten hier eigentlich alle. Das ist auf Rennstrecke fahren, ist einfach Hochleistungssport und da muss man einen kühlen Kopf bewahren, auch bei hohen Temperaturen. Deswegen ist wichtig, dass man viele verschiedene Belüftungsmöglichkeiten hat, die man wirklich auf die aktuelle Temperatur oder auf die Bedürfnisse vom Fahrer sich anpassen kann. Ja. Wie zum Beispiel hier oben Stirnbelüftung, Kinnbelüftung und natürlich auch andere passive Lüftungen. Dieses Modell hat auch einen einstellbaren Spoiler hier hinten, dass man auf Rennstrecke und Fahrzeug in Kombination eventuelle Windgeräusche am Hinterkopf vielleicht ein bisschen minimieren kann, dass sich nochmal die Aerodynamik verbessert. Man sollte nur ein bisschen aufpassen bei den X-Lite-Helmen, wenn man es doch kombinieren will mit einer Kommunikationsanlage, sind die nicht so gut vorbereitet. Das heißt, immer vorher testen, ob das ja nicht drückt. Ja, es ist doch so, dass viele Leute diese Helme kaufen, einfach wegen der Optik, die wirklich toll ausschauen. Ja.
Aber dafür gibt es halt dann schon Rückschläge bei anderen Sachen, wie zum Beispiel in dem Fall Kommunikationsanlage eher schwer, weil man für die Kopfhörer-Ausnehmungen, da ist nicht so viel Platz dafür. Ja. Da muss ich jetzt nachhaken. Ich meine, es gibt ja von X-Lite oder von Nolan, ist ja der gleiche Konzern, gibt es ja Helme mit Vorbereitung fürs Kommunikationssystem. Aber es gibt Leute, die kaufen halt den geilen Racing-Helm wegen der Optik, wegen dem Design und vergewaltigen den mit einer Kommunikations-. Ja. Also das gibt es tatsächlich. Und dann kommt dann hier so ein Mördergerät drauf. Einfach, da will man diesen coolen Look, ja, mit Spoiler etc. Natürlich ein großer Punkt, dieser Helm ist sehr leicht, der hat keine 1300 Gramm. Ja, was halt wieder auch ein sehr angenehmes Feature ist auf der Rennstrecke, dass es einem den Kopf nicht so hin und her schmeißt bei großem Windgegendruck. Aber ja, gibt genug Leute, die das dann verbauen wollen. Wo man ein bisschen aufpassen muss, nicht alle Helme sind dafür ausgelegt. Okay, das ist so grundsätzlich das Konzept. Racing-Helm hat den Vorteil geringes Gewicht, meistens eine gute Belüftung. Nachteil ist natürlich, dass sie lauter sind wie die tourenorientierten Helme. Also auch da kommt dann vielleicht das böse Erwachen, wenn ihr ihn sehr touristisch nutzt. Das ist halt so, in dieser Klasse ist dann der Geräuschkomfort nicht so im Vordergrund, weil die meisten oder ich glaube 99% der Rennfahrer dann ohnehin mit Gehörschutz fahren. Du hast vorhin an den Visieren rumgefummelt. Deine persönliche private Meinung, die beste Visiermechanik hat aus deiner Sicht, wo gehen die Visierwechsel am schnellsten? Also beste gibt es nicht. Die Hersteller experimentieren alle zwei Modelle wieder mit neuen Mechaniken herum. Ja, aber es gibt teilweise sehr einfache Systeme, wie zum Beispiel bei dem, wo man eigentlich nur einen Knopf auf beiden Seiten drückt und schon hat man das unten. Ja, das geht sehr flott. Es gibt dann andere Systeme, wie zum Beispiel beim Arai, wo man dann halt zwei Schritte mehr hat. Ja. Grundsätzlich ist aber bei allen Modellen, die wir heute vorzeigen, oder ist generell wichtig, dass man ohne externes Werkzeug die Visiere wechseln kann. Es gibt natürlich auch andere Helme, wo man das braucht, aber in der Racing-Kategorie ist wichtig, es zieht zu, ich fahre nicht mehr mit dem schwarzen Visier, ich tue mir das Klare drauf, weil natürlich so Sachen wie Sonnenblenden gibt es in dieser Kategorie nicht, weil das nur unnötiges Gewicht ist und nochmal hier im vorderen Stirnbereich vielleicht ein bisschen Sicherheit wegnimmt, weil man dann halt nochmal einen Kanal für eine Sonnenblende einbauen muss. Deswegen gibt es das hier nicht, ja, damit einfach ein schneller Wechsel zu einem schwarzen Visier möglich ist. Ja, um das zu konkretisieren, eine innenliegende Sonnenblende ist natürlich dann ein Hohlraum in einem Bereich, wo man natürlich beim Sturz nachher Schlagdämpfungswerte wegnimmt dadurch. Das ist vermutlich auch der Grund, vielleicht wenn wir eine Überleitung machen zu jener Marke, die vermutlich am meisten fürs Thema Sicherheit steht. Ich meine, die Helme sind alle Top-Produkte zu hohen Preisen. Aber Arai ist wahrscheinlich jene Marke, die auch konservativ ist bei dem Thema, die wahrscheinlich niemals in einen Sporthelm eine innenliegende Sonnenblende mit reinmacht. Auch bei der Kopfform stehen sie oft in der Kritik, weil sie ein bisschen plump wirken. Aber das hat einen Grund, die haben sich da Gedanken dazu gemacht, oder? Also hier haben wir den wunderschönen Eric 7V, den Nachfolger vom sehr bekannten Eric 7. Sieht man auch an der Form, sehr oval, ja, kaum abstehende Teile. Hat auch den Grund, weil Arai dieses Konzept hat von wenige abstehende Teile, wo man irgendwo hängen bleiben kann. Ja? Und selbst wenn es zu einem Sturz kommt, sind die alle so konzipiert, dass die wegbrechen, damit du eben nirgends hängen bleibst. Du merkst auch hier Richtung Nackenbereich alles wunderschön abgerundet, ja? Damit das halt eben zum Thema Sicherheit am meisten beiträgt. Man merkt auch, dass der hat ungefähr 300 Gramm mehr, mindestens mehr auf den Hüften als alle anderen Helme. Obwohl er preislich noch weit oben angesiedelt ist, also er kostet mehr und ist schwerer, ist deswegen, weiß nicht, manche sagen vielleicht schlecht, aber Arai sagt sicher besser, der sicherste Helm aus der Sicht von Arai wahrscheinlich. Genau, also Arai ist der Meinung, durch dieses Komposit, genau weiß man das ja gar nicht, was die da verwenden, es ist kein reines Carbon, das ist so ein mehrschichtiges Laminat, was die verwenden für den Helm, und die meinen, genau mit dem Gewicht, genau mit der Schale, mit dieser sehr ovalen Schale, dass das einfach den sichersten Helm ergibt für die Rennstrecke. Ja, es gibt dann natürlich noch andere Sachen, die diesen Helm ausmachen. Der ist, was Thema Belüftung angeht, sehr, sehr einstellbar. Als einziges Modell, was ich hier habe, sogar das Visier hat hier die Möglichkeit, dreifach eine Belüftung einzustellen. Aber wie man merkt, diese Schalter sind alle so klein, die sind wirklich darauf ausgelegt, dass man das noch vor dem Renneinsatz ohne Handschuhe sich einstellt, weil währenddessen hat man keine Chance, diese
sage ich mal, teilweise sehr, sehr feinen Schritte sich einzustellen. Ja, also das ist wirklich ein Racer. Merkt man auch daran, in dem Moment, wo das Visier zuklappt, ist es automatisch verschlossen. Ich kriege es nicht auf. Ich muss es jedes Mal zuerst lösen, damit ich das überhaupt aufbekomme. Ja, was auch ein Punkt ist, also die Visiermechanik sitzt recht weit unten, deswegen haben die ein eigenes System entwickelt, damit das so überhaupt über die Helmschale drüber passt. Deswegen ist dieser Schläfenbereich nochmal extra geschützt. Okay, jetzt hast du schon viele Features am Beispiel vom Ara RX 7V vorgezeigt. Ich sage einmal, ein anderer ganz berühmter Protagonist, bin mir sicher, jetzt ist ähnlich, Shoei X-Spirit 3, auch wahrscheinlich ein Helm, der einen guten Samstag einige Mal über die Ladendecke geht. Bin mir sicher, da werden einige unten drunter ihre Erfahrungen auch posten und sagen, ja, den habe ich, den kann ich auch empfehlen. Konzeptionell Unterschied zum Ara oder durchaus vergleichbar? Was ist so das Heimspiel vom Shoei? Wie siehst du die Lage? Heimspiel vom Shoei, wie man sieht, ist einfach Aerodynamik. Selbst kleinste Details, wie zum Beispiel hier, diese kleinen Finnen am Visier verhindern Verwirbelungen hinterm Helm. Ja. Man merkt einfach diesen fetten Spoiler hinten, ja, dass der wirklich eine perfekte aerodynamische Form hat. Aber natürlich auch er bietet mehr als genug Möglichkeiten für Belüftung. Ja. Also da gibt es wirklich unendlich viele Einstellungsmöglichkeiten. Dieser hier kann versperrt werden vorne am Visier. Das ist auch immer so ein super Sicherheitsfeature, dass man das wirklich so einhängt. Ja. Eine Visiermechanik, die darauf eingestellt ist mit Federelementen, dass sie bei hohen Geschwindigkeiten nochmal besser abdichtet, um keine Pfeifgeräusche zu entwickeln im Helm. Bei der Visiermechanik möchte ich noch nachhaken. Es ist ja so, vor allem in hochpreisigen Helmen, wenn da doch irgendwo das nicht hundertprozentig ansitzt, die Visiermechanik, wenn ihr Bedienungsanleitung lesen würdet, könntet ihr es nachlesen, da kann man nachstellen, da kann man den Druck einstellen. Es ist etwas, was man nicht häufig machen muss, weil es serienmäßig passt, aber Bedienungsanleitung lesen könnte sich lohnen, oder? Könnte sich lohnen. Es gibt sogar eigene Einstellvisiere, die über diesen beiden Schrauben hier Löcher haben. Haben wir natürlich da. Ja. Das heißt, Visier im geschlossenen Zustand kommt drauf, man löst die Visiermechanik mit großem Druck nach hinten, macht man es wieder zu, damit wirklich wieder die Visiermechanik gut schließt. Was auch immer bei Shoei-Helmen dabei ist, ist eine Art Öl, ein Pflegemittel für die Dichtlippen, damit das halt auch nicht spröde wird und immer schön abdichtet. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum man da vielleicht mal nachstellen muss, wenn diese Dichtlippen ihre Geschmeidigkeit so verlieren oder ein bisschen an Spannung verloren haben, dann ist es notwendig, diese Visiermechanik nachzustellen. Innenfutter, glaube ich, ist für jeden klar, herausnehmbar, da fließt jede Menge Schweiß. Vielleicht eine gute Gelegenheit, um so über das Thema Pflege zu sprechen. Ich muss sagen, die Außenschale, gerade bei dem restlichen Helm, ist bei mir so, dass ich die in der Box immer nach jedem Turn einfach nur mit Wasser reinige. Und wenn man das, glaube ich, schon das Beste, was man tun kann, wenn man es verabsäumt, dann muss man vielleicht irgendwann mal mit ein bisschen was Schärferen ran. Aber ich glaube, so lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch ist immer noch das beste Allheilmittel, oder? Also, ich tatsächlich verwende das auch oft, wenn ich von der Tour nach Hause komme und ich bin komplett voller Fliegendreck. Mit lauwarmem Wasser kriegt man das noch sehr schnell runter. Wenn man mal faul ist, den Helm einfach in den Kasten schmeißt und dann lasst man das ein bisschen eintrocknen, dann würde ich empfehlen, mit speziellen Reinigern, nicht einfach mit dem Fensterreiniger, den man halt irgendwo im Kastel hat, mit speziellen Reinigern, damit man ja nichts beschädigt, von den Helmen drüber gehen, damit das wirklich schön sauber bleibt wieder. Weil im Endeffekt, gerade verspiegelte Visiere, die sehr beliebt sind, ja, die leiden am meisten, ja, weil dann schnell die Beschichtung runtergeht. Also die empfehle ich am meisten schnell zu reinigen nach der Ausfahrt. Dafür haben wir eh was vorbereitet. Ja, dann spreche ich noch mal den Tipp mit dem lauwarmen Wasser, während du die Sachen holst. Am einfachsten geht's, ein Tuch mit lauwarmem Wasser befeuchten, den Helm hinlegen auf eine Oberfläche, zum Beispiel auf ein zusammengefaltetes Handtuch, dass er mit dem Visier nach oben liegt, und dann das Tuch oben drüber breiten, 2-3 Minuten einwirken lassen und dann in Fahrtrichtung, also nicht quer, sondern in längs abziehen, und dann normalerweise ist er sauber. Aber sollte man nicht so vorbildlich das machen man hat auch nicht die Möglichkeit, gibt es Pflegeprodukte, die trotzdem nicht angriffig sind, aber auch dann ja den eingetrockneten Dreck zu Leibe rücken können. Genau. Also es ist grundsätzlich möglich. Die Hersteller verwenden gerade bei den Racing-Helmen schnell trocknende Materialien,
und werden teilweise auch die Polster selber werden belüftet, damit eben schnell dieser Dampf, dieser Schweiß alles aus dem Helm rauskommt und hinten rauszieht. Aber natürlich wird es einfach irgendwann nötig, dass man das halt reinigt. Grundsätzlich möglich, alles rauszunehmen, in die Waschmaschine zu hauen, aber wenn man das wirklich regelmäßig macht, kann der Polster nach einer Zeit Festigkeit verlieren. Deswegen verwende ich lieber einen Helmpolsterreiniger, einfach komplett reinsprühen, einwirken lassen, 10-15 Minuten, so ein dichter weißer Schaum, riecht gut. Und danach mit einem schönen Mikrofasertuch, kann auch zum Beispiel das hier sein, aber das verwende ich zum Beispiel dann nur für etwas anderes, mit einem Mikrofasertuch mit Druck rauswischen. Also nicht nur leicht drüber, sondern richtig mit Druck, dass man den Dreck, die Bakterien aus dem Polster rausbekommt. Ja, das ist, finde ich, die beste Pflege für ein Helmpolster und mit diesem Schaum verhindert man, dass der dann mit der Zeit an Festigkeit verliert. Okay, und es ist so, dass all diese, die Sporthelme, alle den Doppel-D-Verschluss haben. Es ist exakteste Einstellung, sicherste Verschluss. Ja, bei der Tour ist halt der Ratschenverschluss dann die komfortablere Lösung, ist halt so eine Geschichte. Und dann wahrscheinlich für viele das Thema Design. Ich weiß nicht, was ihr sagt, welches Design das geilste ist, welcher Hersteller die geilsten Designs macht. Aber ich denke, einer der Gründe, warum HJC in den letzten Jahren in Europa so erfolgreich geworden ist, sind die unfassbaren Designs, oder? Das stimmt. Also sehr viele Kunden kommen zu uns und wollen unbedingt HJC-Helme fahren, weil einfach die Dekore der Wahnsinn sind. Sehe ich auch so. Das Problem ist, man sollte nicht außer Acht lassen die Passform vom Helm. HJC-Helme sind grundsätzlich ein bisschen schmaler geschnitten, deswegen vorher immer probieren. Ja, wenn ein Helm nicht passt, und das ist bei mir leider der Fall, HJC-Helme sind bei mir persönlich nicht so passend, muss man leider, finde ich, darauf verzichten, das schönere Dekor zu fahren. Und ich würde mich eher für eine andere Macke oder einen anderen Helm entscheiden, der halt eine andere Helmschale hat. Da haben wir zum Beispiel von der Marvel-Serie, wo eben HJC eine Kooperation hat, das ist der neue Venom 2 Dekor. Auch ein Racing-Helm, der Rafa 11. Ja. Natürlich. Zu sehen in Action auf einigen 1000 PS-Videos, wo ich im Sattel sitze. Paul Espargaró hat jetzt den neuen Minion-Helm vorgestellt zum Beispiel. Ja, den hat mir der Fauli weggenommen, den habe ich nicht. Schade, der ist auch ziemlich witzig. Natürlich auch ganz viele Einstellmöglichkeiten für Belüftung. Ein Visier, das sich unten verschließt. Das Coole ist, HJC gibt auch ein dunkles Visier her, weil die wissen, gerade für Rennstrecke ist das sehr interessant, dass man zwischen einem klaren und einem getönten Visier wechselt. Was auch cool ist, die Visiere sind schon vorbereitet für Tear-Off, also für Abreißfolien, damit man vielleicht nicht ständig putzen muss oder dass man während des Fahrens einfach während längeren Turns einfach runterreißt und wieder ein frisches Sichtbild hat. Okay, und jetzt hast du gesagt, Passform, vielleicht wo die Passform noch exakter angepasst werden kann, ist dort, wo man quasi variable Innenpolster hat. Scorpion bietet so eine Lösung an und da sagst du, ist für Naked-Bike-Fahrer nicht uninteressant, oder? Das stimmt. Tatsächlich ist es auch so, dass der Arai Schläfen und, glaube ich, Wangenpolster auch hat, die man um 5 mm verstellen kann, dass man es rausnimmt. Tatsächlich hat auch der Shoei eine Möglichkeit, das Oberkopfpolster einzustellen, dass wenn man zum Beispiel mehr jetzt doch in der Stadt oder auf Landstraße unterwegs ist, dass der ein bisschen anders sitzt und nicht so in dieser Racing-Position. Der Scorpion, in dem Fall nur der 1400er, ein wundervoller Sport-Touring-Helm, sage ich mal, Vollvisier-Helm. Da gibt es jetzt neu die R1-Variante auch, die ist leider aktuell ziemlich vergriffen. Die ist dann nochmal leichter, ohne Sonnenblende. Wirklich für den Rennstreckeneinsatz ausgelegt. Und das Coole bei diesen Helmen ist das sogenannte Airfit-System. Ja, da sieht man hier unten einen Knopf, mit dem man so Kanister unterhalb der Wangenpolster nochmal aufblasen kann und sich das Wangenpolster wirklich noch gegen das Gesicht pressen kann. Was ich finde, gerade für Naked-Bike-Fahrer jenseits der 200 auf der Rennstrecke, wenn man schon einen Polster hat, der vielleicht schon ein bisschen nachgegeben hat und dann drückt es einem so richtig den Helm ins Gesicht, kann man da noch gut nachstellen. Aber trotzdem nicht vergessen, die Passform muss passen. Es gibt leider genug Leute, die herkommen, nehmen einen viel zu großen Helm und blasen dann so weit auf, bis er passt. Dafür ist es nicht ausgelegt.
Das ist wirklich, der Helm muss passen und dann kann man mit diesem System mit 2-3 Hub dann nochmal ganz genau seine Gesichtskontur erfassen. Okay, und dann haben wir, glaube ich, noch nicht ins Visier genommen den 803er von X-Light. Möchte nochmal machen, weil, was ich noch immer faszinierend finde, da habe ich selbst gesehen, wie viel Handarbeit da mit drinnen steckt. In Bergamo habe ich die Fabrik gesehen, unfassbar. Und dann relativiert sich der hohe Preis auch von diesen edlen Teilen, weil natürlich diese Carbon-Matten da händisch aufgelegt werden müssen, die Dekore müssen händisch aufgelegt werden, dann kommt ja oben der Klarlack drüber. Aerodynamik, ein wichtiges Thema, Gewicht, ein wichtiges Thema. Was klebt am Gewichtaufkleber hinten drauf? Wie schwer ist der? Der hat mit dem Spoiler 1360 Gramm. Okay. Und Besonderheiten noch vom neuen 803er im Vergleich zum 802er, den ihr im Moment in Aktion habt? Tatsächlich ist das nur ein leichtes Update. Also ein bisschen anders schauen die Belüftungen oben aus. Die Visiere sind 1:1 dieselben, die man hier unten sperren kann, damit das Visier nicht aufgeht. Natürlich in der RS-Variante gibt auch dunkle Visiere vom Hersteller gleich dabei, also im Preis inkludiert, ja, klares und dunkles Visier. Natürlich, was man sieht, ist dieser fette Spoiler hinten, der natürlich auch abbaubar ist. Es gibt da einen normalen 803er, wo man den nachrüsten kann. Ja. Tatsächlich ist gar nicht so viel anders. Was für den sprechen würde, was halt schon ein Sicherheitsfeature ist, sind über sogenannte Emergency Straps schnell entfernbare Wangenpolster, dass im Fall eines Sturzes die Ersthelfer schneller den Kopf aus dem Helm bringen können. Man sollte das aber nicht verwenden, um die Polster jedes Mal rauszugeben, weil dann die Pins jedes Mal viel, also die Polster selber kriegt man dann viel schwerer rein. Das ist halt wirklich gedacht als Notfalllösung. Okay, und dann, für mich passt er so, wie er ist. Von der Passform, er hat eine kleine Anpassmöglichkeit, glaube ich, an der oberen Schädeldecke. Genau, ich mache das mal auf. Du kannst... indem du die Wangenpolster entfernst und dann das Oberkopfpolster, kannst du über mehrere Positionen, ich glaube 5 Positionen sind, kannst du einstellen, wie genau er oben abschließen soll, damit du ihn vielleicht von der Position her, wenn du halt wirklich auf Racing bist, sehr, sehr runtergekauert in der Maschine, ja, dass du halt wirklich noch schön drüber schauen kannst, ja. Oder wenn du ihn dann doch mehr im Startbetrieb hast, dass du ihn einfach weiter runter bekommst, dass er nicht zu weit oben sitzt. Ja, kannst du ihn wunderschön einstellen. Okay, dann darf ich dich noch einmal ein Betriebsgeheimnis verraten. Es ist ja so, dass das sehr beratungsintensiv ist und ich weiß, ihr nehmt euch immer Zeit, auch Freitag oder Samstags. Aber wenn man so, wie soll ich sagen, richtig lang mit euch sprechen will, wann ist am wenigsten los, wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich 1.000 Euro für einen Helm ausgeben? Wann habt ihr die längste Zeit, um mit den Kunden darüber zu plaudern? Also es ist tatsächlich so, April, Mai ist immer sehr viel los. Da kommen alle drauf, hey, ich brauche noch was für mein Motorrad oder an Ausrüstung. Da ist immer viel mehr los. Danach flacht das schon natürlich ein bisschen ab und man merkt von, sage ich mal, Montag bis Donnerstag, gerade vormittags, mittags, ja, kann man sich schon Zeit nehmen für diese intensiveren Gespräche. Aber an einem Samstag, wenn schon 15 Leute hinter dir stehen, kannst du kaum eine Stunde über Helme philosophieren, ja. Da werden halt die anderen Kunden dann wahrscheinlich im Hintergrund böse. Ja. Also unter der Woche tatsächlich vor 16 Uhr, ja, nach der Rush Hour, kommen dann halt natürlich noch ein paar Leute nach der Arbeit vorbei, schauen mal, was wir so haben. Da ist die meiste Zeit für intensive Beratung. Und ich denke, so ein klassischer Werdegang, also wahrscheinlich kein klassischer Werdegang, aber auch du bist über die Leidenschaft Motorrad da zum Luis gekommen. Du, was, Anthropologie hast du studiert? Genau, ja, also ich bin am Beenden von meinem Masterstudium Anthropologie, habe hier als Teilzeitler angefangen, habe mich aber sofort verliebt. Team ist super. Die Kunden, die einkaufen, ist halt dann doch eine große Familie, die Motorradfahrer, und dann bin ich halt hier hängen geblieben. Gefällt mir. Jetzt, und du fährst natürlich Motorrad, weil... Natürlich. Also seit mittlerweile, ja, 10 Jahre sind schon, bin ich jedes Jahr mehrere 1.000 Kilometer unterwegs.
Ja, und ihr müsst mithelfen. Ich habe ihn ganz schon bearbeitet. Er hat nämlich privat eine GSR 600, und die würde ich gerne nehmen und ein mächtiges 1000 Best Tune-Up daraus machen, weil ich habe meine leider verkauft. Post es unten drunter. Marco muss die GSR 600 an 1000 Best verkaufen, weil er will sie sich behalten, damit ihr geile Videos mit der GSR 600 fahrt. Du hast mir angeboten, ich dürfte fahren, aber das kann ich nicht riskieren, weil ich will ja auch Rundenseitenvideos mit ihr machen. Also post es unten drunter. Marcos GSR muss an 1000 Best gehen. Jetzt hast du keine Chance mehr. Oh je, na super. Aber du schätzt das, aber Nachfolger hast du schon ein Visier? Oder? Ja, Street Triple R würde mich interessieren. Ich müsste mal alles Probe fahren. MT-09 SP, leider gefällt mir die aktuelle nicht so sehr. Und für mich ist schon Optik auch eine wichtige Sache. F900R wäre auch interessant, aber ich weiß nicht, ob ich mich mit einem Parallel-Twin zufrieden geben könnte, wenn ich das eigentlich mag, wenn ich einen Motor hochorgeln kann. Okay. Ja, zum Abschluss vielleicht noch, Brillenträger favorisieren natürlich immer die Klapphelme, aber man muss sagen, dass auch diese Racing-Helme auf Brillenträger Rücksicht nehmen, oder? Durch die Bank sogar, oder? Tatsächlich ist es so, dass so gut wie jedes aktuelle Modell Ausnehmungen hat, damit man gut Brillenbügel einbringen kann, weil ja, das halt einfach ein Thema ist, das natürlich den Racer auch betrifft, dass er halt leider nicht so gute Augen hat. Also ja, natürlich immer nach Modell nachschauen, können wir alles machen, wir haben die Informationen dafür da, aber grundsätzlich schauen alle Hersteller drauf, dass Brillen auch passen. Okay, jetzt ganz wichtig für die Crowd Intelligence, postet unten drunter eure Erfahrungen mit euren Marken. Wir haben jetzt hier Shoei, Are, X-Lite, HOC ein bisschen angesehen. Hier in der Filiale gibt es noch mehr Marken, aber sicher die Marken, die halt im Bereich Sporthelme sehr erfolgreich sind. Postet unten drunter eure Erfahrungen, dass die Zuseher noch mehr, noch ein breiteres Wissen haben. Marco, jedenfalls vielen Dank. Viel Freude noch mit deiner GSR, aber nicht zu viel, dass es vielleicht irgendwann mal hergibst. Passt, danke dir. Okay. War schön.